Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Fellows, liebe Partner, liebe Gäste des Wissenschaftskollegs. Herzlich willkommen zu dieser Abendveranstaltung heute zum Vortrag von Claudia Diehl, Professorin für Soziologie mit besonderem Fokus auf Mikrosoziologie, wie ich gelesen habe, an der Universität Konstanz. Eine der prominentesten Migrations- und Integrationsforscherinnen in Deutschland. Ganz kurz zu ihren Karrierestationen. Sie hat begonnen zu promovieren in Mannheim, wo ja die Soziologie sehr von Schluchter, Rainer Lepsius und so weiter geprägt war, hat sich dann aber eigentlich in eine andere Richtung entwickelt. Es gab Stationen in Wiesbaden, dann in Göttingen eine Professur und schließlich seit 2013 ist sie Professorin in Konstanz. Mit vielen Ämtern, unter anderem ist sie Co-Sprecherin eines Exzellenzclusters zum Thema Politics of Inequality. Zwischendurch hatte sie Gastprofessuren, vor allem in Nordamerika, in New York, in Ottawa, in Toronto und so weiter. In ihren Publikationen bildet sie gewissermaßen die ganze Breite der Ungleichheitsforschung und der Migrationsforschung ab. Ich kann das selbstverständlich hier gar nicht alles erwähnen, nur vielleicht ein paar inhaltliche Schwerpunkte. Sie hat sich beschäftigt mit der politischen Partizipation als ein Integrationsfaktor für Migrantinnen und Migranten im Zielland. Sie hat sich mit dem Einfluss der Herkunft auf die Bildungsbiografien und den Bildungserfolg beschäftigt. Sie hat das vor allem untersucht anhand der Migration nach Deutschland, vor allem der türkischen Migration nach Deutschland, aber auch in komparativer Perspektive, zum Beispiel im Vergleich zu Italien, zu Migranten aus ganz verschiedenen Ländern. Damit hat sie auch das Thema des Einflusses der Religionszugehörigkeit auf die Integration, auf den Bildungserfolg untersucht, also vor allem den Unterschied zwischen Muslimen und Christen. Sie hat sich befasst mit dem Zusammenhang von Geschlechterungleichheit und Religionszugehörigkeit. Sie hat sich beschäftigt mit der Einwanderungsskepsis im Zielland und der Frage, wie sich die Einwanderungsskepsis über die Zeit entwickelt hat und so weiter und so weiter. Das sind also nur einige zentrale Fragen, die sie behandelt hat in ihren vielen Arbeiten. Ihr internationales Renommee und natürlich auch die hohe politische Relevanz ihrer Forschungsthemen haben dazu geführt, dass sie ein sehr gefragtes Mitglied in allen möglichen Expertenkommissionen ist, zum Beispiel im Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Migration und Integration, deren Geschäftsführerin auch heute Abend hier ist. Aber auch zum Beispiel hat sie beraten das Bundesfamilienministerium und nicht zuletzt den französischen Staatspräsidenten, wie ich gesehen habe. In Themen, für die offensichtlich ja sowohl in Frankreich als auch bei uns hoher Beratungsbedarf besteht. Welche Art von Soziologie oder Sozialforschung ist das, die Claudia Diehl betreibt? Für mich als Außenstehende des Faches ist zu beobachten, dass es ja offenbar eine gewisse Spaltungstendenz oder vielleicht sogar Polarisierungstendenz innerhalb des Faches gibt, zwischen der einerseits eher hermeneutisch-qualitativen und andererseits der empirisch-quantifizierenden Sozialforschung. Und diese Spaltung hat sich ja 2017 in der Gründung einer neuen sogenannten Akademie für Soziologie, also einer Fachgesellschaft, einer neuen Fachgesellschaft, niedergeschlagen, die wahrgenommen worden ist in der Öffentlichkeit, glaube ich, als eine Art kritische Gegengründung zur allumfassenden deutschen Gesellschaft für Soziologie. Claudia Diehl gehörte zu den Mitbegründerinnen dieser neuen Akademie, die sich, wie gesagt, als Vertretung einer empirisch-analytischen Richtung versteht, nicht ohne eine gewisse kritische Abgrenzung gegenüber der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, die von vielen als methodisch etwas zu beliebig betrachtet wird. Claudia Diehl, wie sie mir erzählt hat, hält allerdings nichts von dieser Polarisierungsthese und schon gar nichts von dieser starken Gegenüberstellung von qualitativer versus quantitativer Sozialforschung, sondern sie betreibt eigentlich beides. Und sie hat mir gesagt, und das hat mir sehr eingeleuchtet, es ist natürlich immer leicht, Zahlen methodisch zu kritisieren.
und andererseits Aussagen, die dann ganz ohne Zahlen auskommen, sozusagen vollkommen unkritisch einfach so zu akzeptieren. Quantifizierer sind Skeptiker, hat sie mir gesagt. Sie verstehen sich als Aufklärer im eigentlichen Sinne, nämlich es geht darum, wissenschaftliche Mythen durch ganz sorgfältige empirische Arbeit sozusagen zu zerlegen. Und das ist das, was sie tut. Ihre Forschung ist ganz klar natürlich empirisch ausgerichtet, ist aber nicht identisch mit einer rein quantifizierenden Sozialforschung. Obwohl sie einer traditionellen, primär quantitativen Erhebung und Analyse von ganz konkreten Integrationsindikatoren festhält, geht sie aber darüber weit hinaus, vor allem gerade in ihrem Projekt, das sie am Wissenschaftskolleg betreibt, und versteht soziale Ungleichheit natürlich nicht nur als eine Sache objektiver Kriterien, sondern auch als eine Sache von Wahrnehmungen, also einer Wechselwirkung von Selbst- und Fremdzuschreibungen. Und das ist das, was sie hier in ihrem Projekt am Wissenschaftskolleg tut. Sie fragt danach, wie nehmen Schülerinnen und Schüler in Deutschland ihre eigene oder die Ungleichheit in ihrer Umgebung wahr? Wie verorten sie sich selbst in einer strukturierten Gemeinschaft? Nach welchen Kriterien klassifizieren sie ihre eigene Umwelt und so weiter? Wie ordnen sie sich selbst ein? Heute Abend wird sie aber über ein anderes Thema sprechen, ein Thema, das auch gerade die Öffentlichkeit hier in Deutschland sehr beschäftigt, aus gutem Grund. Wir sind es ja in Deutschland immer noch gewohnt, mehr oder weniger wieder besseres Wissen, unser Land für ein hochbegehrtes Einwanderungsziel zu halten und glauben, uns sozusagen des Migrationszustroms ständig erwehren zu müssen. Das ist aber eine Täuschung in vieler Hinsicht, die uns wahrscheinlich angesichts des demografischen Wandels noch teuer zu stehen kommen wird. Denn es ist nicht nur so, dass es durchaus auch Auswanderung aus Deutschland gibt, auch damit hat sich Claudia Diehl beschäftigt, sondern es gibt vor allem auch eine durchaus große Zurückhaltung gegenüber Deutschland als Einwanderungsland, und zwar vor allem bei hochqualifizierten Migrantinnen und Migranten. Das ist ein Problem. Inwiefern das so ist und warum das so ist, darüber wird Claudia Diehl heute sprechen. Das Thema, wie gesagt, hochbegehrt und äußerst skeptisch, hochqualifizierte Migrantinnen und Migranten in Deutschland. Und wir sind sehr gespannt, was sie uns erzählen. Ja, guten Abend zusammen. Vielen Dank, Barbara, für die nette Einführung. Ich muss natürlich zu Beginn etwas Erwartungsmanagement betreiben. Als Barbara Stolberg-Rielinger mich gebeten hat, einen Abendvortrag zu halten, da habe ich mich natürlich geehrt gefühlt, habe mich darüber gefreut. Und diese Freude wich doch einer gewissen Nervosität, als ich vorgestern die Liste derjenigen, die sich angemeldet haben, gesehen habe. Denn ich glaube, ich habe noch nie vor einem so diversen Publikum gesprochen. Nicht unbedingt ethnisch divers, aber es sind hier sowohl im Raum Expertinnen und Experten für das Thema, über das ich spreche, die sich viel besser in dem Bereich auskennen. Es sind Kolleginnen und Kollegen aus ganz anderen Disziplinen hier. Das sind natürlich vor allem meine Co-Fellows. Es sind Akteure aus Politik und Verwaltung hier, was natürlich immer toll ist. Es ist ein interessiertes, allgemeines Publikum da. Die Schulleiterin meiner Tochter habe ich zu meiner großen Freude im Publikum schon gesehen. Insofern kann das eigentlich nur, und ich sage mal so, die alle will man irgendwie informieren, unterhalten, im besten Falle inspirieren. Und da kann man natürlich nur scheitern mit diesem Anspruch. Und das wiederum ist eigentlich ein ganz entspannter Startpunkt für einen Vortrag. Und deswegen erzähle ich Ihnen jetzt einfach irgendwas. Und wenn das Sie denken, das wussten Sie alles schon oder Sie glauben das alles nicht, dann können wir hinterher zusammen Wein trinken und darüber diskutieren. Genau, den Titel, der wurde schon vorgelesen, hochbegehrt und äußerst skeptisch, hochqualifizierte Migrantinnen und Migranten in Deutschland. Und ich werde so ganz grob drei Dinge machen. Ich werde zu Beginn ein bisschen was über die Rahmenbedingungen sagen, Zuzugsmöglichkeiten für Hochqualifizierte und das aktuelle Zuzugsgeschehen in dem Bereich. Ich werde dann was sagen zu Einstellungen von Deutschen zu Hochqualifizierten
Und dann, das ist der größte Teil des oder längste Teil des Vortrags, die etwas zu den Einstellungen von Hochqualifizierten zu Deutschland sagen. Die Zuzugsmöglichkeiten für Hochqualifizierte haben sich deutlich verbessert in den letzten Jahrzehnten. Das hattest du, Barbara, ja schon ganz treffend angeteasert. Deutschland hat lange gedacht, es ist kein Zuwanderungsland. Ich weiß noch, ich hatte noch eine Chefin in meiner Postdoc-Phase außerhalb der Wissenschaft. Ich sage jetzt natürlich keinen Namen, wo ich mir noch anhören musste, ja, aber wollen Sie denn wirklich, dass die ganzen ukrainischen Professorinnen und Professoren zu uns kommen? Also da war man sich noch sicher, man muss sich auch des Andrangs Hochqualifizierter erwehren. Irgendwann hat man das dann etwas, die Daumenschraube etwas gelockert und hat sich dann darüber gewundert, dass wir gar nicht überrannt wurden von indischen Informatikerinnen, die jetzt unbedingt nach Deutschland wollten. Und schrittweise wurde das eingesehen und schrittweise hat man dann die entsprechende Gesetzgebung liberalisiert. Also es gab erstmal das Zuwanderungsgesetz, wo es schon eine erleichterte Zuwanderung und Niederlassung von Hochqualifizierten gab. Allerdings war die Definition, wer ist eigentlich hochqualifiziert, noch sehr eng. Das waren also Spezialisten mit hohem Einkommen, Selbstständige, die viel verdienen, vor allen Dingen solche Gruppen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Es wurde dann 2012 die Hochqualifizierten-Richtlinie der EU von 2009 umgesetzt. Da hat man Akademikerinnen und Akademikern die hochqualifizierte Beschäftigung erleichtert, sofern sie über ein Hochschulstudium verfügten, einen Arbeitsvertrag und ein gewisses Mindestgehalt, was relativ hoch angesetzt war, mitbrachten. Und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz von 2019, das hat dann eine weitere Liberalisierung gebracht. Da hat man also die Einreisemöglichkeiten für Fachkräfte auch mit beruflichem Abschluss, der dem Deutschen vergleichbar ist, was nicht so viele sind, muss man gleich dazu sagen, und Sprachkenntnissen, über die nicht so viele verfügen, ermöglicht, wenn sie ein Arbeitsplatzangebot haben. Allerdings, kleines interessantes Detail, auch wenn sie ein Angebot für einen Arbeitsplatz in einem nicht akademischen qualifizierten Beruf haben. Und man hat es ihnen auch erlaubt, zur Jobsuche einzureisen, ein halbes Jahr einen Job zu suchen, in der Zeit auch zu arbeiten, weil sonst die Jobsuche schwierig ist, oder sich nachzuqualifizieren, wenn noch bestimmte Qualifikationen, um als Hochqualifizierter in Deutschland arbeiten zu können, fehlen. Also da hat sich einiges getan. Und was ich denke, was immer so ein bisschen unterschätzter Aspekt ist, was eigentlich immer deutlicher geworden ist, ist, dass sich so eine gewisse Willkommenskultur für Fachkräfte doch sichtbarer geworden ist. Also in dieser Macron-Kommission, die du ja erwähnt hattest, Barbara, da war das tatsächlich eine Sache, die wir Macron ins Buch geschrieben haben, in diesem dicken Bericht, den wir fabriziert haben, dass sich doch Frankreich ein bisschen an Deutschland durchaus ein Beispiel nehmen soll, wenn es nämlich darum geht, wie man so nach außen signalisiert, dass man eigentlich willkommen ist für Leute, die hier arbeiten wollen. Ja, also so eine Seite, muss man wirklich sagen, die ist toll, ja, made in Germany, und man sieht lachende Menschen in der Sonne, und leider ein Mann, der einer Frau was erklärt und nicht umgekehrt, aber trotzdem, da kann man noch dran arbeiten. Ja, und es ist also in verschiedenen Sprachen erhältlich. Das ist schon was, wo man, denke ich, sehen kann, dass sich da viel getan hat. Ja, und auch das Thema, gestern kam es im Deutschlandfunk, Scholz wirbt für Zuwanderung von Arbeitskräften nach Deutschland, da ist, also in Indien, das ist ja immer so ein bisschen so der Prototyp des hochqualifizierten Zuwanderers, so der indische Informatiker, der zu unserem großen Leidwesen nicht so zahlreich nach Deutschland kommt, wie wir es vielleicht gerne hätten. Also Deutschland ist, das hat auch die OECD kürzlich attestiert, formal durchaus attraktiv für hochqualifizierte Migrantinnen und Migranten, aber sie kommen nicht so zahlreich zu Erwerbszwecken nach Deutschland. Ganz wichtig, dezidiert zu Erwerbszwecken kommen sie nicht so zahlreich, und das liegt einfach daran, dass diejenigen, die Möglichkeiten haben, woanders hinzugehen, wo sie vielleicht mehr Returns für ihr Humankapital bekommen, in der Regel sich überlegen, wenn sie ihre Ortsentscheidung, ihre Destinationsentscheidung treffen, wo kennen sie schon andere Hochqualifizierte? Und das ist das, was Deutschland ein bisschen fehlt, dadurch, dass sehr lange die Zuwanderung nach Deutschland durch Geringqualifizierte geprägt war. Und sie gehen natürlich auch dahin, wo sie die Sprache sprechen. Und meine Co-Fellows, die hier, was mich immer sehr beeindruckt, hier wirklich tapfer Deutsch lernen die ganze Zeit, die wissen, dass es sehr schwer ist, bis man Deutsch auf einem Niveau beherrscht, wo man wirklich also sich problemlos bewegen kann. Also in diesen beiden Hinsichten ist Deutschland keine besonders attraktive Destination für eine indische Informatikerin.
Aber das ist sozusagen die schlechte Nachricht. Die gute ist, dass ja auch unter den Personen, die gar nicht dezidiert zu Erwerbszwecken, zumindest nicht über ein entsprechendes Visum nach Deutschland einreisen, dass auch unter denen ja viele mit tertiärer Bildung sind. Tertiäre Bildung, die also irgendeine Form von Hochschulbildung haben. Und das ist eine Gruppe, auf die man meines Erachtens, oder sagt nicht nur ich, das sagen viele, auf die muss man sich eigentlich konzentrieren und gucken, dass man da möglichst, ihnen möglichst gute Einsatzmöglichkeiten für ihr Humankapital bietet. Und da sind natürlich internationale Studierende eine ganz interessante Gruppe. Die kommen gerne nach Deutschland, weil das Studium in Deutschland kostenlos ist. Und sie haben mittlerweile auch, oder zumindest keine sehr hohen Studiengebühren damit verbunden sind. Ein bisschen Studiengebühren gibt es ja für ausländische Studierende. Aber wenn sie einen Abschluss in Deutschland gemacht haben, dürfen sie eine Zeit lang in Deutschland bleiben. Ich glaube, ein Jahr, um sich einen Job zu suchen. Und das ist natürlich durchaus ein wichtiger Zugangsweg, aber es sind eben auch zum Beispiel unter Geflüchteten viele, die durchaus hohe Bildung haben und wo man sich überlegen muss, wie kann man die möglichst gut auf dem Arbeitsmarkt zum Einsatz bringen. Ja, ich habe hier ein paar Zahlen mitgebracht, die sind nicht ganz aktuell, aber man muss auch sagen, dass natürlich durch die Corona-Pandemie so richtig neue belastbare Zahlen noch nicht vorliegen zu den Effekten der jüngst liberalisierten Gesetzgebung. Ja, aber da sieht man, dass sich das zahlenmäßig, also in einem, diejenigen, die tatsächlich als Hochqualifizierte zu Erwerbszwecken eingewandert sind, dass das nicht allzu viele sind. Aber, und das ist jetzt keine, ich verspreche, es wird die letzte so komplexe Tabelle werden, das sind Analysen, die ich zusammen mit anderen mit dem Mikrozensus durchgeführt habe, und zwar durchaus Analysen, die man so nicht so oft findet, deswegen wage ich es, diese Tabelle hier zu präsentieren. Was da gemacht wurde, ist, wir haben viele Mikrozensen genommen, zwar von 1976 bis zum letzten, meines Erachtens erhältlichen, von 2011, und haben dann immer geguckt, wie war denn das Bildungsniveau derer, die in den letzten 10 Jahren zugewandert sind. Ja, und wenn Sie sich jetzt mal, ich fange jetzt mal hier mit den Männern an, und den Männern, die hohe, also hier tertiäre Bildung haben. Ja, und wenn Sie sich angucken, wie hat sich im Vergleich zu den Deutschen, die hier oben stehen, ja, dieser Anteil entwickelt, da sieht man, dass das im ersten, zwischen 1964 und 1973, die gekommen sind, da hatte ein sehr kleiner Anteil, ein weniger als halb so hoher Anteil wie unter den Deutschen, hatte tertiäre Bildung. Ja, das ist hier so eine International Standard Classification of Education. Das ist natürlich, können Sie sich vorstellen, nicht leicht, Bildungsabschlüsse international zu vergleichen, aber da gibt es Methoden, wie man das macht. Und wenn man die zugrunde legt, sieht man halt damals also unter den Deutschen, obwohl natürlich die Deutschen viel älter sind, hier sieht man das am Durchschnittsalter, war unter den Deutschen der Anteil derer, die tertiäre Bildung haben, mehr als doppelt so hoch als unter den Zugewanderten. Und wir sehen, dass sich das Verhältnis umgedreht hat. Wenn wir uns die Mikrozensusdaten von 2011 angucken, da sehen wir, wie gesagt, hier natürlich große Altersunterschiede. Die sind ja nicht rausgerechnet, aber transparent gemacht. 35% ungefähr der Deutschen haben hatten in dieser Zeit tertiäre Bildung, aber 40% oder 41% der zwischen 2004 und 2010 Zugewanderten. Und das ist übrigens auch der hochqualifizierten Begriff, den ich hier benutze, wenn ich nichts anderes dazu sage, nämlich Personen mit tertiärer, also irgendeiner Form der universitären Bildung. Ja, das ist was gar nicht so bekannt ist, dass durchaus das eine Erfolgsgeschichte ist, die Zuwanderung nach Deutschland auch unter dem Gesichtspunkt, wie viele kommen eigentlich zu uns, die ein hohes Bildungsniveau haben. Was wir aber auch sehen, und das ist der andere Teil der Geschichte, dass wenn man sich jetzt mal die mit niedriger Bildung anguckt, die also höchstens einen mittleren Schulabschluss haben, dass auch deren Anteil höher ist als unter den Deutschen. Ja, 8% der Deutschen haben diese sehr niedrigen Bildungsabschlüsse und keinen höheren Abschluss und immerhin ein Viertel zwischen 2004 und 2010 Zugewanderten. Das ist also so eine zweigipflige Verteilung, die kommen, sind entweder sehr gering oder sehr hochgebildet. Gut, jetzt ist natürlich gerade, wenn es um diejenigen geht, die im Moment sehr in der Diskussion stehen, nämlich Geflüchtete, und hier sind natürlich die Ukrainerinnen und Ukrainer noch nicht berücksichtigt, da ist natürlich häufig die absolute Bildung
eher gering. Ja, man sieht zwar, wenn man sich hier anguckt, das ist, sind Analysen von Cornelia Christen, die übrigens letzte Woche am Wissenschaftskolleg zu Gast war, die hat da ganz tolle Studien zu durchgeführt zu dem Thema. Und da sieht man, wenn man sich die Geflüchteten insgesamt anguckt, der Anteil derer mit tertiärer Bildung, der ist überhaupt nicht niedriger als in der Mehrheitsbevölkerung. Aber was sich unterscheidet, ist, dass es praktisch in der Mehrheitsbevölkerung kaum jemanden gibt, der wirklich nur Primarschulbildung hat. Und das sind aber bei den Geflüchteten durchaus ein Viertel. Ja? Und dann gibt es auch noch ein paar Prozent, die gar keine Schule besucht haben. Also auch hier sieht man diese zweigipflige Bildungsverteilung. Allerdings, was man dabei berücksichtigen muss, ist, auch wenn das sogenannte absolute Bildungsniveau unter den Geflüchteten, ja, für die anderen Gruppen gilt das, ich habe hier noch die Osteuropäerinnen dargestellt, da gilt das nicht, ja, aber für die Geflüchteten gilt, das heißt also die absolute Bildung könnte man sagen, unter bestimmten Gesichtspunkten gering, allerdings, und das ist ein Argument, was Cornelia Christen in diese Diskussion, finde ich, sehr hilfreich eingespeist hat, es ist aber hoch im Vergleich zu den Nichtgewanderten. Ja, also wenn man sich selbst die Geflüchteten, die unter denen viele sind, die eine geringe Bildung haben, sind im Verhältnis zu denen, die nicht gewandert sind, die ihre Länder nicht verlassen haben, also relativ hochqualifiziert. Und jetzt kann man sagen, ja, das hilft uns auch nicht, aber es hilft uns natürlich schon, weil man sagen kann, wer im Hinblick auf die Bildung sozusagen positiv selegiert ist, der ist das vermutlich auch im Hinblick auf andere Merkmale, zum Beispiel sowas wie Ehrgeiz oder Anstrengungsbereitschaft. Ja? Und das zeigt nochmal, dass es wirklich wichtig ist, dieses Potenzial zu heben, was auch unter den vermeintlich gering qualifizierten Geflüchteten vorhanden ist. Gut, ich komme jetzt zu dem zweiten Teil schon meines Vortrags, und zwar Hochqualifizierte in der öffentlichen Wahrnehmung. Und was ich da eine ganz wichtige Hintergrundinformation finde, die sicher vielen von Ihnen auch bekannt ist, ist, dass die Einstellungen zu Zuwanderung in Deutschland in den letzten Jahren sehr viel liberaler geworden sind. Eigentlich egal, welche Indikatoren man sich anguckt. Ich habe hier nur einen mitgebracht. Ich habe hier die Abbildung Ausländer nehmen die Arbeitsplätze weg. Wer stimmt dieser Aussage eigentlich zu? Und da sehen wir, dass der Anteil gerade unter den Ostdeutschen deutlich gesunken ist. Ja, das sind hier Mittelwerte, Antwortmöglichkeit 1 bis 7. 7 ist Stimme voll und ganz zu. Ja, und da sehen wir, dass das hier in den Mitte der 90er Jahre, das ist das Schöne an diesen Daten, dass sie für einen langen Zeitraum vorliegen, sowas haben wir auch nicht so oft, war das also noch 4,5 auf dieser 7er Skala und das ist also auf unter 3 gesunken und auch im Westen ist es von niedrigerem Niveau, hat es sich auch noch sozusagen liberalisiert. Und dieses Muster sehen wir auch noch, wenn wir uns andere Indikatoren für Einstellungen zur Zuwanderung angucken, zum Beispiel sollten Migranten politische Rechte genießen wie die Einheimischen oder sollten sie unter sich heiraten. Ja, das ist praktisch ein Item, da hat es in den 80er Jahren noch eine hohe Zustimmung gegeben und mittlerweile stimmt da nur noch ein sehr kleiner Teil zu. So, ich rede aber ja über Hochqualifizierte heute und jetzt rede ich erstmal über die hochqualifizierten Einheimischen. Auch das ist ein ganz stabiler, ganz robuster Befund. Die haben deutlich positivere Einstellungen zur Zuwanderung als gering qualifizierte Einheimische. Da gibt es sehr viele Gründe, warum das so ist. Erscheint einem irgendwie erstmal logisch. Wenn man dann über die Mechanismen nachdenkt, sind das ganz viele unterschiedliche. Eine höhere kognitive Komplexität, weniger Sündenbockdenken, weniger wahrgenommene Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, weil Hochqualifizierte in der Regel Jobs haben, wo sie leichter ersetzbar sind. Aber durchaus auch sowas, dass sie durch die längere Bildungsphase länger einem liberaleren Curriculum ausgesetzt waren, dass sie mehr positive Kontakte haben und so weiter. Hochqualifizierte Einwanderer sind viel populärer als geringqualifizierte Einwanderer. Das ist auch ein sehr stabiler Befund und zwar auch unter Einwanderungsskeptikern. Ja, also auch die, gibt es hier interessante Studie vom Pew Research Center, die haben also mal nur diejenigen, die auf die Frage "My country should allow fewer or no immigrants" gefragt, würden sie denn die Zuwanderung von Hochqualifizierten unterstützen? Und selbst unter diesen Einwanderungsskeptikern, nenne ich sie mal, ist gerade in Deutschland der Anteil derer sehr hoch, die sagt, ja, aber die Hochqualifizierten lassen wir rein. Ja, und das finde ich immer deswegen einen interessanten Befund, weil man sagen kann, das ist
Da hat sich sehr viel getan im Vergleich zu den 80er Jahren, als es hieß, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Wir brauchen nicht mal Hochqualifizierte, weil wir haben so schon genug, die zum Beispiel als ethnisch Deutsche nach Deutschland kommen. Ja, und wir sehen, dass das interessanterweise in Deutschland, aber auch in UK oder in Schweden, ist dieser Anteil höher als in den Ländern, die viel Zuwanderung von Hoch- oder mehr Zuwanderung von Hochqualifizierten schon haben. Ja, USA, Kanada, Australien. Und wie gesagt, für mich ist das einfach so ein Hinweis darauf, dass sich die Einstellungen zur Zuwanderung zunehmend differenziert haben. Ja, selbst wenn Sie das Buch von Sarrazin sich angucken, Deutschland schafft sich ab, selbst da sagt er gleich zu Beginn, also wir haben kein Einwanderungsproblem, wir haben ein Türkenproblem. Ja, also da wird schon mal klar gemacht, ja, sozusagen das Problem ist nicht Einwanderung an sich. So, noch ein kleiner interessanter Befund, weil mich dieses Thema sehr fasziniert. Auch und vor allem hochgebildete Mehrheitsangehörige präferieren hochqualifizierte Einwanderer. Ja, warum ist das eigentlich so? Könnte man ja sagen, ja gerade die hochgebildeten Mehrheitsangehörigen müssten doch eigentlich was gegen hochgebildete Einwanderer haben, weil die ja vielleicht sich auf dem Arbeitsmarkt Konkurrenz machen. Aber ein ganz soziologisch sehr interessantes Argument, zu dem es aber zugegebenermaßen wenig Empirie gibt, ist das Argument, dass die Statusbedrohung, die mit hochqualifizierter Zuwanderung für niedrig qualifizierte Einheimische verbunden ist, für Hochqualifizierte nicht existiert. Und tatsächlich habe ich vor langer Zeit mal Zahlen gesehen, ich suche immer, sowas müsste man wirklich nochmal aktuell erheben, dass gerade in Deutschland der Anteil derer unter den Geringqualifizierten, die sagen, sie können sich nicht vorstellen, einen ausländischen Chef zu haben, relativ hoch ist. Ja, das kann einfach sein, dass sich gerade Geringqualifizierte durch hochqualifizierte Einwanderer bedroht fühlen. Und zwar nicht so eine unmittelbare Job-Competition, sondern eher sowas wie, ja, wenn ich schon geringqualifiziert bin, keinen tollen Job habe, dann will ich wenigstens, dass mein Chef kein Einwanderer ist. Ja, so in die Richtung könnte das gehen. Aber natürlich ist auch bei Ähnlichem für hochqualifizierte Einheimische, auch wenn Personen mit einem ähnlichen Qualifikationsniveau kommen, natürlich das Risiko, dass man jetzt den Job verliert, gering. Es gibt so einzelne Studien, die zeigen, dass für ganz bestimmte Arbeitsmarktsegmente, ich glaube von Borhas gibt es eine Studie über die Bedrohung von amerikanischen Lecturern durch russische Mathematiker. Aber das sind natürlich dann wirklich sehr, sehr, sehr direkte Competition. Ja, da ändert sich natürlich. Genau, ich finde immer ein ganz interessanter Fall, das habe ich jetzt natürlich auch für die Schweizer Fellows im Raum mitgebracht, dieses Beispiel, ist die Evidenz, die es aus der Schweiz meines Erachtens doch gibt, dass es doch sowas wie Labour Market Competition auch unter Hochqualifizierten gibt. Und da habe ich selber mal etwas zu geforscht. Und zwar haben wir nach der Masseneinwanderungsinitiative in der Schweiz 2016, die hat uns also Konstanzer Kolleginnen und Kollegen sehr fasziniert, weil man gedacht hat, Mensch, die Schweiz hat nur genau die Einwanderer, die wir immer haben wollen, ja, hochqualifizierte Europäer oder die viele in Deutschland haben wollen, und dann machen sie diese Masseneinwanderungsinitiative. Das ist ja ganz kurios eigentlich gewesen. Was wir da gemacht haben, ist, um rauszubekommen, warum ist das eigentlich so, haben wir eine sogenannte Vignettenstudie durchgeführt. Da fragt man die Befragten nicht, ja, möchtest du lieber einen hochqualifizierten oder einen geringqualifizierten Einwanderer, jemanden, der kulturell den Schweizern ähnlich ist oder unähnlich, sondern man gibt den Befragten so relativ komplexe Beschreibungen von Personen. Also stellen Sie sich vor, ein Hochqualifizierter, der alle Schweizer Sprachen spricht, sollte man den ins Land lassen oder sollte man ihn nicht ins Land lassen? Und was wir gesehen haben, war für die, sagen wir, und so sah das für viele andere Gruppen, nach denen wir gefragt haben, auch aus, wenn Sie sich Einstellungen zu den rumänischen Einwanderern angucken, und das ist hier jetzt Unterstützung für Einwanderungskontrolle, ja, da heißen also hohe Werte, mehr Kontrolle wird gefordert, da sehen wir, dass wenn die, ein ganz klassisches Bild, die Befragten mit geringer Bildung wollen insgesamt mehr Einwanderungskontrolle als die Befragten, ja, das sind hier höhere, als die Befragten mit hoher Bildung. Und bei beiden Gruppen wollen aber die Befragten, präferieren die Befragten diejenigen mit Universitätsabschluss. Ja, das ist genau das, was ich vorhin erzählt habe, also dass Hochqualifizierte sind
sind sozusagen liberaler, was Zuwanderung anbetrifft, und sie haben, beide Gruppen haben eine Präferenz, hier sieht man nicht die ausgeprägtere Präferenz der hochqualifizierten Befragten für hochqualifizierte Zuwanderer, aber das Muster ist sehr klar. So, wie sieht das jetzt für die Deutschen aus? Das ist ein kleiner, doch kurioser Nebenbefund. Da sehen wir nämlich, dass bei den gering qualifizierten Schweizern und Schweizerinnen, die haben also auch für die Deutschen gesagt, ja, wir wollen lieber die mit University Education, da sollte man weniger kontrollieren, als bei denen, die eine niedrigere Bildung haben. Und wir sehen aber dann, dass die hochqualifizierten Schweizer, da gibt es, die haben sozusagen keine, die sagen nicht, wenn die Deutschen hohe Bildung haben, kann man mehr von ihnen reinlassen. Ja, die haben also keine Präferenz für die hochqualifizierten Deutschen. Ja, da kann man jetzt lange darüber sprechen, müsste man vermutlich qualitative Studien durchführen. Ob es die kulturelle Bedrohung ist, tatsächlich gibt es da Argumente in der Literatur, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Aber man könnte schon sagen, na, vielleicht ist es doch so, dass gerade wenn dass diese Präferenz für hochqualifizierte Einwanderer auch viel damit zu tun hat, dass es halt von den hochqualifizierten Einwanderern immer weniger gibt als von den geringqualifizierten. Ja, und die Schweiz ist natürlich ein Kontext, wo man das gut untersuchen kann. Ich muss aber auch dazu sagen, das haben wir gefunden, das haben auch noch ein paar andere gefunden, aber es gibt auch Studien, die, sag ich mal, diese Befunde nicht unbedingt stützen. Ja, das ist also noch nicht ganz geklärt, würde ich sagen. So, und ich komme damit zum dritten Teil meines Vortrags, nämlich, wie steht denn jetzt Deutschland in der Wahrnehmung hochqualifizierter Einwanderer da? Das ist natürlich ein politisch relevantes Thema, weil man sagen kann, es gibt diesen Global Race for Talent und der ist natürlich, da geht es natürlich nicht nur darum, dass Hochqualifizierte kommen, sondern auch, dass sie bleiben, wenn sie mal da sind. Und das ist bei Hochqualifizierten aber vielleicht gar nicht so einfach, weil Hochqualifizierte sind mobil. Sie haben, was Jürgen Gerhards, der auch hier sitzt, mal transnationales Bildungskapital genannt. Sie haben also verschiedene Ressourcen, die ihnen die Transaktionskosten für internationale Migration verringern. Sie sind also mobil und sie können auch, wenn es ihnen nicht gefällt, wenn sie sich nicht akzeptiert fühlen, das Land wieder verlassen und woanders hergehen. Deswegen ist gerade bei der Gruppe, kann man sagen, ist die Zufriedenheit wichtig für die Bleibeentscheidung. Und gleichzeitig könnte man argumentieren, dass in Deutschland dadurch, dass die Bestandsbevölkerung mit Migrationshintergrund und auch die gesellschaftliche Debatte um Zuwanderung sehr geprägt durch die Geringqualifizierten ist, das natürlich ein Klima für Hochqualifizierte schafft, wo sie sich vielleicht nicht gerade willkommen fühlen. Ja, Deutsche denken doch eben bei Migration noch häufig an ja, Probleme und Integration funktioniert nicht und nehmen diese Differenzierung, die, wenn man sie direkt fragt, wie wir ja vorhin gesehen haben, sie doch vornehmen, aber vielleicht im Alltag nicht in dem gleichen Ausmaß vor. Und das könnte natürlich Folgen für die wahrgenommene Akzeptanz und Zugehörigkeit von hochqualifizierten Zuwanderern haben. Die Integrationsforschung sagt dazu gar nicht so viel. Es gibt zwar sehr viele Studien zu Hochqualifizierten, die sind aber häufig eher qualitativ angelegt. Sie basieren häufig auf kleinen Stichproben. Und die Gruppen, für die man sich häufig interessiert, zu denen muss auch ich gleich sagen, kann ich auch nicht sagen, ja, also zu hochqualifizierten Indern gibt es einzelne Studien, die aber dann sehr speziell sich die Daten zusammenklauben müssen, die sind in den normalen großen Datensätzen eben nicht in ausreichender Zahl vertreten, um da zuverlässige Analysen durchführen zu können. Was man aber, das Argument, was man in der Integrationsforschung findet, ist die Wahrnehmung von Hochqualifizierten als unproblematisch, aber eben bindungslos. Ja, da gibt es eine viel zitierte Aussage von Douglas Massey und Ilana Redstone-Akrish, die über die amerikanischen Hochqualifizierten sagen, the bearers of skill, education and abilities seek to maximize earnings in the short term while retaining little commitment to any particular society or national labor market over the longer term. Und es gibt auch in der Literatur die These von der größeren Skepsis hochqualifizierter Einwanderer gegenüber dem Zielland. Das ist das sogenannte Integrationsparadox, was aus dem im niederländischen Kontext das erste Mal beschrieben wurde, empirisch untersucht wurde. Und zudem es mittlerweile einen regelrechten Boom an Forschung gibt, an dem ich mich natürlich auch beteiligen musste. Was an dieser Forschung, also wenn man jetzt wirklich sagen will, ja, wie unterscheiden sich Hochqualifizierte und Geringqualifizierte, was ihre Bindung, ihre Einstellung zum Zielland anbetrifft, dann stellt man fest, wenn man dazu was sagen will, dann stellt man fest, dass in vielen Studien ist so eine Konfundierung von Bildungsniveau
und Herkunftsland gibt, und zwar theoretisch und empirisch. Ja, viele theoretische Argumente, wenn man wirklich drüber nachdenkt, beziehen sich gar nicht auf höher Gebildete, sondern auf EU-Migrantinnen und Migranten. Ja, empirisch werden dann häufig gering gebildete Drittstaatenangehörige mit hochqualifizierten EU-Bürgern verglichen, und dann weiß man wieder nicht, liegt es jetzt an der Bildung oder liegt es an der Herkunft, dass sie andere Einstellungen haben. Und Adrian, ich verspreche, ich habe das Zitat hier eingefügt, bevor ich wusste, dass du heute Abend hier sein wirst. After all, EU migrants enjoy their privileges, that is the opportunity to acquire German citizenship without losing their old citizenship, independent from their levels of education. Ja, also die EUler, die genießen eben ihre Privilegien unabhängig von der Bildung. Und die Frage ist jetzt zum Beispiel unter den Drittstaatenangehörigen, unterscheiden sich da tatsächlich die mit hoher Bildung stark von denen mit niedriger Bildung? Also die Frage ist eigentlich, gibt es für Hochqualifizierte typische, sowas wie ein typisches Beziehungsmuster zu Deutschland? Und dazu werde ich jetzt ein paar Ergebnisse aus unseren eigenen Daten vorstellen. Das ist ein großes DFG-finanziertes Projekt, wo wir über 4000 Neuzuwanderer befragt haben. Das habe ich mit Cornelia Christen, die ich schon erwähnt habe, und Matthias König von der Uni Heidelberg zusammen durchgeführt. Und da haben wir vier für die Zuzugsströme nach Deutschland in der Zeit, wo wir die Daten erhoben haben, typische Herkunftsgruppen gefragt. Syrer und Türken als Nicht-EUler, die werde ich auch auf den folgenden Folien als Non-EU bezeichnen, und Polen und Italiener als EU-Bürgerinnen und Bürger. Es wurden zwei Erhebungswellen durchgeführt, und wir haben sehr detailliert verschiedene Dimensionen der wahrgenommenen Zugehörigkeit zu und der Einstellung zu Deutschland und auch der langfristigen Bindungen an Deutschland erhoben. Und ich werde hier Ergebnisse, die auf komplexen Analysen beruhen, die sicherstellen, dass die Vergleiche, die ich vornehme, schon, dass da sozusagen schon rausgerechnet wurde, dass die Gruppen sich auch im Hinblick auf Alter, Geschlecht, Ehestatus, sehr wichtig, Existenz von Kindern in der Familie und vorherigen Deutschlandaufenthalten unterscheiden. Jetzt kommen so verschiedene Einstellungsdimensionen, drei unterschiedliche. Da möchte ich Ihnen kurz einen Einblick geben. Ich beginne mit den Gefühlen der Nähe und Zugehörigkeit. Das ist häufig, wird häufig erhoben in der Integrationsforschung. Und wenn man da jetzt mal fragt, was für theoretische Argumente gibt es da eigentlich, dass sich Hochqualifizierte anders vielleicht zu Deutschland verhalten als Geringqualifizierte, dann wird man erstmal sagen, naja, empirisch wissen wir, es ist ein sehr enger Zusammenhang zwischen Sprachkenntnissen und Kontakten zu Mehrheitsangehörigen, das erhöht in der Regel die Identifikation mit dem Zielland. Ja, da würde man also erstmal eine höhere Identifikation oder höhere mehr Zugehörigkeitsgefühle unter Hochqualifizierten erwarten. Dann gibt es ein Argument aus der Social Identity Theory, die schon uralt ist, wo ich aber immer denke, das ist eigentlich total interessant. Da findet sich das Argument, dass bei Gruppen, die eine negativ besetzte oder eine stigmatisierte Social Identity, soziale Identität haben, wo also der Teil ihrer Identität, der aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten oder zu bestimmten Gruppen resultiert, wenn diese soziale Identität stigmatisiert oder negativ ist, dann gibt es bei diesen, dann kann man damit unterschiedlich umgehen. Zum einen könnten die Individuen, die zu solchen Gruppen gehören, versuchen, den kollektiven Status der Gruppe, zum Beispiel durch kollektives Handeln, zu verbessern. Das ist oft schwierig und mühsam, und die, die können, können auch natürlich versuchen, individuell ihre Gruppenzugehörigkeit zu wechseln. Ja, sie können jetzt sagen, ich bin jetzt kein Einwanderer mehr, sondern ich fühle mich eigentlich als Deutscher und meine Herkunft ist für meine Identität gar nicht mehr wichtig. Und jetzt könnte man sagen, die mit der negativen sozialen Identität, die haben also einen höheren Anreiz für den Wechsel, und wenn es nur ein identifikativer, gefühlter Wechsel in eine statushöhere identifikative Bezugsgruppe ist. Und dieser Wechsel, der ist natürlich, könnte man jetzt argumentieren, bei Hochqualifizierten einfacher, weil den Hochqualifizierten eben, die können davon ausgehen, dass sie eher zum Beispiel von Hochqualifizierten oder von Deutschen insgesamt eher akzeptiert werden als jetzt geringqualifizierte Einwanderer, die vielleicht noch zu einer als kulturell distant wahrgenommenen Gruppe gehören. Gleichzeitig, und das ist wiederum das Gegenargument, kann man aber sagen, ist für diese Gruppen, die nicht stigmatisiert sind, natürlich dieser Wechsel der sozialen Identität irgendwie überflüssig oder unattraktiver. Ja, sie haben halt dieses Fehlen, dieses Minority-Stigma, was diesen Wechsel attraktiv macht, fehlt eben. Ja, deswegen kann man sagen, gut, wie sieht es denn jetzt aus? Eigentlich empirisch. Und da sehen wir ein relativ klares Muster. Wir haben also gefragt, unsere
Zielperson How close do you feel to Germans auf einer Viererskala. Und was man hier sieht, was Sie sich jetzt vielleicht merken sollten für die nächsten Folien, ist, dass die rote Gruppe, das ist eigentlich die uns interessiert, das sind Non-EU, also sind die Türken und Syrer, die haben wir hier zusammengepackt in eine Gruppe. Türken und Syrer mit tertiärer Bildung, also hochqualifizierte Türken und Syrer, sind die rote Gruppe, und die blaue Gruppe sind die geringqualifizierten Türken und Syrer, und die Grünen und die Gelben, das sind die EU-Bürger mit hoher und mit niedriger Bildung. Und was wir sehen, ist ein ganz klares Muster: die Nicht-EUler, die sagen also viel häufiger als die EU-Bürgerinnen und Bürger, dass sie sich den Deutschen nahe fühlen. Und am nächsten den Deutschen fühlen sich, wenn auch die Unterschiede hier nicht groß sind, die Geringgebildeten. Ja, also interessanterweise genau die Gruppe, die nicht besonders beliebt in Deutschland ist. Ja, und wir sehen, dass sogar bei den EU-Bürgerinnen und Bürgern in der Tendenz sich eher die Geringqualifizierten als sich den Deutschen nahe fühlen. Gut, wir haben dann noch weiter gefragt: Do you think you can become truly German one day? Ja, qualitativen Forscherinnen stehen da die Haare zu Berge, aber wir haben gesagt, wir wollen das jetzt, kann ja jeder selber definieren, wie er das versteht. Ja, glauben Sie, dass Sie eines Tages wirklich Deutscher werden können, Deutsche werden können? Und wie wichtig ist das für Sie? Ja, und da sehen wir ein ganz ähnliches Muster. Wir sehen, dass das also unter den Drittstaatenangehörigen nicht nur höher ist, sondern wir sehen, dass es zu Beginn gar nicht mal höher war, sondern dass es, je länger Sie in Deutschland bleiben, ja, wo man denken würde, gerade die Gruppen, die auch konfrontiert sind mit Exklusionshandeln, sozusagen, denen oft ja im Alltag klargemacht wird, dass sie eben nicht wirklich dazugehören. Ja, gerade bei denen sieht man einen Anstieg über die Zeit. Ja, also nach ein paar Jahren ist das also, sind die beiden Gruppen, haben sich stark auseinanderentwickelt, einfach weil bei den EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern das konstant bleibt. Ja, die sagen also, sie fühlen sich den Deutschen nicht besonders nah, und es ist ihnen auch nicht wichtig, das zu tun. Gut, wir haben dann auch noch so etwas härtere Indikatoren abgefragt, nämlich Einbürgerungsabsicht und Bleibeabsicht. Und da kann man schon, wenn man jetzt da theoretisch drüber nachdenkt, kann man sagen, das ist eigentlich ein viel klarerer Fall. Es gibt leichtere Niederlassungs- und Einbürgerungsmöglichkeiten für EUler, nicht unbedingt für Hochqualifizierte per se. Und empirisch ist bislang, wenn man sich da die Literaturlage anguckt, ist unklar, ob Hochqualifizierte eher remigrieren oder sich seltener einbürgern lassen als Geringqualifizierte aus den gleichen Gruppen, aus derselben Gruppe. Ja, das ist ein wichtiger Zusatz. Ja, es gibt so diese These, deswegen haben wir uns das auch mal angeschaut mit Daten des sozioökonomischen Panels. Mit der Elisabeth Lieber habe ich das zusammen gemacht, und da haben wir also nicht gefunden, dass zum Beispiel unter den Türkeistämmigen die Hochqualifizierten die sind, die sagen, sie wollen zurück in die Türkei gehen. Ja, das ist angestiegen, die Remigrationsabsicht in die Türkei war zu dem Zeitpunkt damals angestiegen, seit ungefähr 2000. Das lag aber nicht an zum Beispiel Diskriminierungsgefühlen, sondern das lag klar an der Situation in der Türkei. So, und wenn man sich jetzt anguckt, I expect to stay in Germany, da sehen wir also gar nicht mal gewaltige Unterschiede zwischen EU-Lern und Drittstaatenangehörigen. Aber wir sehen doch, dass sich bei den EU-Lern da auch relativ, ja, hier nochmal zur Erinnerung, die Grünen und die Gelben, dass sich da relativ wenig tut im Zeitverlauf, während die eher das klassische Muster, was wir so aus der Integrationsforschung kennen, dass sich nämlich über die Zeit, je länger die Leute in Deutschland bleiben, am Anfang wollen alle zurückgehen, über die Zeit verfestigt sich dann die Bleibeabsicht. Es sieht übrigens ganz ähnlich aus, deswegen habe ich es jetzt nicht extra noch mitgebracht, wenn man nach Einbürgerungsabsicht fragt, da sind die Unterschiede zwischen EU und Nicht-EU sogar noch größer. So, und jetzt komme ich zur letzten Einstellungsdimension, die wahrgenommene Akzeptanz und Gleichbehandlung. Die ist, weiß man aus der Literatur, bei hochqualifizierten vielen Studien zufolge geringer, obwohl sie viel beliebter sind. Das ist das Integrationsparadox, was von den Niederländern, wie ich vorhin schon erwähnte, zuerst beschrieben wurde. Da werden in der Literatur alle möglichen Argumente, eine Reihe von Argumenten vorgebracht. Ich habe die zwei wichtigsten nochmal auf die Folien
in den Folien eingefügt. Das eine ist, sie haben höhere Aspirationen für Gleichbehandlung. Ja, wenn man hochqualifiziert ist, dann hat man zum Beispiel weniger naheliegende Alternativerklärungen dafür, dass man einen tollen Job nicht bekommen hat, dass man eine Wohnung nicht bekommen hat, weil man hat ja Humankapital, man hat finanzielles Kapital. Und man vergleicht sich auch mit, man hat eine andere Referenzgruppe, nämlich eher die Referenzgruppe der höher gebildeten Mehrheitsangehörigen. Hochqualifizierte haben aber auch ein ausgeprägteres Bewusstsein und höhere Sensitivitäten für Ungleichbehandlung. Ja, da gibt es mittlerweile für Deutschland eine Reihe von Studien, die das untersucht haben. Und hier ist jetzt eine Frage, die nicht so häufig in dem Zusammenhang gestellt wird. In general, Germany is a welcoming country for CUP, das sind die Personen aus dem Herkunftsland, Country of Origin People. Und da sehen wir so ein bisschen unklares Muster. Wir sehen aber, dass gerade zu Beginn die hochgebildeten Drittstaatenangehörigen, also hier die Türken und die Syrer, relativ sich wenig willkommen gefühlt haben. Ja, das ist unter dem Stichwort Willkommenskultur natürlich ein interessanter Befund. Das ändert sich im Zeitverlauf, zum Glück. Aber trotzdem, man kann sich das vielleicht auch wirklich so vorstellen, dass wenn man als hochqualifizierter Drittstaatenangehöriger nach Deutschland kommt und dann auch bei allen möglichen Behörden und Ämtern vermutlich relativ undifferenziert als jemand, der zu einer Gruppe gehört, die eigentlich nicht wirklich erwünscht ist, wahrgenommen wird, da denke ich, kommen diese niedrigeren, in dieser Gruppe deutlich, zu Beginn deutlich niedrigeren Akzeptanzgefühle her. Und wir haben auch sowas wie Glauben, die Zuwanderer, die nach Deutschland kamen, so an das meritokratische Ideal in general. Syrians, Poles, Italians, Turks can get ahead in Germany if they work hard. Da sehen wir keine dramatischen Unterschiede zwischen EU-Lern und Nicht-EU-Lern. Was wir aber sehen, ist, dass unter den, das sind hier die ansteigenden Linien, unter den Drittstaatenangehörigen auch wieder die mit geringer Bildung, ja, die es also am allerschwersten auf dem Arbeitsmarkt haben, das sind die, die sozusagen über die Zeit am optimistischsten sind. Ja, die glauben tatsächlich, in Deutschland kann man, wenn man mit harter Arbeit viel erreichen. Ja, während die Hochgebildeten auch da eine Zunahme, aber sie sind skeptischer als die Hochgebildeten sind skeptischer als die Geringgebildeten. So, und ich möchte jetzt noch so ein bisschen zwei Folien zu dem, wozu ich aktuell forsche oder geforscht habe. Das Papier haben wir gerade finalisiert, nämlich noch mal ein bisschen genauer hingucken, wenn es um die Entstehung dieser individuellen Diskriminierungswahrnehmungen geht. Da gibt es die These, dass, ich hatte das schon partiell erwähnt, dass Diskriminierungswahrnehmungen unterschiedliche Dinge widerspiegeln. Es hängt natürlich sehr ab von der Diskriminierung, die es tatsächlich geht. Zum einen natürlich tatsächliche Diskriminierung, und es gibt Fälle, wo das auch völlig ausreicht. Ja, wenn ich an einer Bushaltestelle rassistisch beschimpft und zusammengeschlagen werde, dann weiß ich, dass da war was. Da habe ich mir jetzt auch nichts, da gibt es keine Interpretation mehr. Ja, aber gerade weil Diskriminierung natürlich auch verboten ist, ist es ja so, dass Diskriminierung oft sehr subtil ist, bekommt man einen Job nicht und natürlich steht in dem Ablehnungsschreiben, wenn man eins bekommt, nicht drin, dass man den Job nicht bekommen hat, weil man Migrationshintergrund hat. Und deswegen ist eben für das Zustandekommen von Diskriminierungswahrnehmungen, was uns dann die Befragten berichten, wenn wir sie befragen, spielen Attributionsprozesse, Zuschreibungsprozesse eine wichtige Rolle. Und die haben was mit dem Ausmaß meiner Gleichbehandlungsansprüche zu tun und auch mit meinen Sensitivitäten, die zum Beispiel viel mit Sprachkenntnissen zu tun haben oder auch mit meinem Bewusstsein für Ungleichheit. Ich hatte, glaube ich, bei dem letzten Vortrag, den ich hier dezidiert zu dem Thema gehalten habe, das Beispiel ja, Wahrnehmung, sexistische Diskriminierung, da würde ich immer sagen, da ist mein Bewusstsein im Laufe meines Lebens ganz stark für gestiegen. Ja? Und als Studentin habe ich noch gedacht, wieso, hier ist doch nichts, ja, mich hat noch nie einer komisch am Kopierer belästigt und heute gucke ich nach viel subtileren Dingen. Ja, wer redet denn die ganze Zeit? Und das ist ein schlechtes Beispiel gerade. Genau. Genau, die Sensitivitäten und die Gleichbehandlungsansprüche sind wichtig. Und wir haben jetzt uns überlegt, wenn das die beiden Größen sind, von denen Diskriminierungswahrnehmungen abhängen, dann müssten eigentlich zwei individuelle Merkmale ganz entscheidend sein, wenn es um die Frage geht, ob sich jemand
ob jemand in einem Survey sagt, ich werde häufig diskriminiert oder ich bin noch nie diskriminiert worden. Ja, mich hat noch nie jemand ungleich behandelt. Das eine ist, für die tatsächliche Diskriminierung ist sowas wie eine physische Sichtbarkeit natürlich ganz entscheidend. Ja, wenn ich Merkmale habe, dunklere Hautfarbe, ich trage ein Kopftuch, dann ist, das wissen wir aus unzähligen Studien, aus nordamerikanischem Kontext zum Beispiel, da ist fast, also wissen wir aus Feldexperimenten, die physisch sichtbar sind, werden faktisch mehr diskriminiert. Und gleichzeitig kann man sagen, ja, weil Diskriminierung oft nicht so eindeutig ist und subtil ist, müsste aber auch wichtig sein, ob jemand hohe Gleichbehandlungsansprüche und Sensitivitäten hat. Das ist natürlich schwer zu messen in Surveys, also sagen wir, gibt es eine einfache, wir nennen das Proxy, eine einfache Ersatzvariable, nämlich eine hohe Bildung. Ja, also die Hypothese, mit der wir an die Daten rangegangen sind, ist, dass Diskriminierungswahrnehmungen bei denen ausgeprägt sein müssten, die physisch sichtbar sind und hohe Bildung haben. Ja, und das haben wir uns angeguckt für türkische und syrische Neuzuwanderer, die wir befragt haben. Und wir haben, dank der Pandemie hatten wir etwas Geld übrig in dem Projekt und haben einen ganz tollen Fotografen. Ich kann, wenn ihn jemand kennt, bitte mich unbedingt ansprechen. Ich bin absoluter Gordon Welters-Fan, also ein lebt, glaube ich, außerhalb von Berlin mittlerweile. Und er hat also einige ausgewählte Familien, die bereit waren, das zu machen, die haben dann schöne Fotos hinterher auch selber bekommen, hat er porträtiert in verschiedenen deutschen Städten. Und da sieht man natürlich physische Sichtbarkeit, sieht man jetzt hier vielleicht, also wenn man ein Kopftuch trägt, dann ist man schon mal physisch sichtbar. Man sieht aber auch, dass innerhalb der Gruppen die physische Sichtbarkeit sich durchaus unterscheiden kann. Ja, dunklerer Teint. Giovanni, du bist immer mein gutes Beispiel für einen nicht physisch sichtbaren Italiener. Irgendwann mache ich mal ein Foto für einen Vortrag und stelle einen, das ist der rothaarige Giovanni, zeigt, dass innerhalb der Herkunftsgruppen die physische Sichtbarkeit sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. So, was wir jetzt sehr klar in den Daten gesehen haben, ist, dass tatsächlich, wir haben also hier jetzt nicht mehr über Herkunftsgruppen, es sind nur Türken und Syrer, sondern wir haben innerhalb der befragten vier Gruppen unterschieden, die keine tertiäre Bildung haben und nicht physisch sichtbar sind, die tertiäre Bildung haben, nicht physisch sichtbar sind, die keine tertiäre Bildung haben und physisch sichtbar sind und tertiäre Bildung haben und sichtbar sind. Und tatsächlich die Gruppe, die hohe Diskriminierungswahrnehmung hat, ist ganz eindeutig die mit tertiärer Bildung, die physisch sichtbar sind. Ja, das ist genau die Gruppe, hohe Ansprüche und eine hohe, was wir Exposure to Actual Discrimination nennen. Wir werden diskriminiert und nehmen es auch tatsächlich wahr. Und jetzt passt sehr gut, Barbara, dass du unser interessantes Gespräch über quanti- und qualitative soziologische Forschung erwähnt hast, weil wir haben tatsächlich nicht nur einen Fotografen engagiert in dem Projekt, sondern wir haben auch mit bestimmten Befragten, die haben wir nochmal kontaktiert und haben gefragt, ob sie mit uns bereit wären, auch nochmal vertiefende Gespräche, wo wir einzelne Aspekte, die uns in den Daten noch nicht klar genug waren, nochmal vertiefen können. Und da habe ich hier ein, wie ich finde, sehr treffendes Zitat eines hochqualifizierten Syrers. Ah, vielleicht habe ich eine Sache noch vergessen. Diese hohe Diskriminierung der physisch sichtbaren Hochgebildeten, die nimmt im Zeitverlauf auch eher zu als ab. Ja, wir haben die ja zweimal befragt, immer im Abstand von anderthalb Jahren. So, und der hochqualifizierte Syrer, der hat also das, was wir in den Daten sehen, sehr schön bestätigt. Er hat also gesagt, wir haben ihm das nicht vorher gezeigt, ja, das muss ich zu meiner Ehrenrettung hier dazu sagen. Wir haben also wurden einfach allgemein gefragt, ob sie Diskriminierungserfahrungen in Deutschland hatten. Und er hat also gesagt, erstmal musste ich lernen, das zu identifizieren, dass ich überhaupt gerade Rassismus erlebe, weil ich nicht wusste, was eine rassistische Erfahrung ist. Ich habe irgendwann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und am Anfang habe ich nicht reagiert. Ich habe es erst im Nachhinein analysiert, nur Bildung, also nachdem ich die Situation erlebt habe und das hat mich geärgert, sehr geärgert und nachdem ich die Sprache gelernt habe. Ja, also das gibt das wirklich sehr schön wieder. Gut, ich bin auch am Ende der Präsentation der Ergebnisse. Ich mache jetzt noch ein kleines Wrap-up am Ende. Also wir haben versucht, oder ich habe versucht, Ihnen so einen systematischen Vergleich zu präsentieren von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern und Drittstaatenangehörigen, jeweils mit hoher und geringer Bildung.
Wir haben keinen Fokus, ich konnte keinen Fokus legen auf kleine interessante Gruppen von Erwerbsmigranten, wie zum Beispiel den oft erwähnten hochqualifizierten Inderinnen. Und unseren eigenen Daten haben wir uns tatsächlich auf die erste Zeit nach dem Zuzug konzentriert, weil wir einfach davon ausgehen, dass das eine sehr dynamische Phase ist und natürlich auch eine Phase, die für sowas wie Bleibeabsicht, ich bilde meine Meinung zu dem Kontext, in dem ich lebe, wo da ganz viel passiert. Mehr als wenn die Leute schon 20 Jahre oder 10 Jahre im Land leben. Und leider muss man sagen, in vielen Surveys unter Personen mit Migrationshintergrund erwischt man halt vor allem die schon lange da sind, weil das natürlich eine viel größere Gruppe ist als die Neuzugewanderten. Gut, was wir, wenn es um langfristige Bindungen an Deutschland geht, ganz klar sehen, ist, dass daher das Herkunftsland wichtiger als das Bildungsniveau ist. Also die Türken und Syrer, die fühlen sich den Deutschen näher, sie finden es wichtig und halten es auch für wahrscheinlich, dass sie Deutsch werden können. Und sie sind trotz der ganzen kritischen Debatten um die gescheiterte Integration genau diejenigen, die ganz optimistisch und ganz entschlossen auf Deutschland und ihr Leben in Deutschland blicken. Die EU-Bürgerinnen, die sind nicht skeptisch, das ist auch wichtig zu sagen, sie sind einfach nur distanzierter, und zwar emotional als auch rechtlich. Und die entsprechen so ein bisschen, daran hat mich das in der Literatur erinnert, so dieser neoliberalen Vision von Integration, die auf dem Arbeitsmarkt stattfindet und die keine weitergehenden thick feelings of belonging erfordert. Ja, das hat Christian Jobke sehr schön beschrieben. Wenn es um wahrgenommene Akzeptanz und Gleichbehandlung geht, da spielt allerdings die Bildung, der Unterschied zwischen Hoch- und Geringgebildeten, eine wichtige Rolle, allerdings nur unter Drittstaatenangehörigen. Ja, also bei denen sind die Hochqualifizierten deutlich skeptischer, die sind aber eben nicht an sich deutlich skeptischer, sondern nur in der Gruppe der Drittstaatenangehörigen, weil bei dieser Gruppe, so unser Argument, eine gewisse physische Erkennbarkeit, an der sich Diskriminierungen festmachen, auf hohe Gleichbehandlungsansprüche trifft. Die haben also, das ist die Gruppe, die ein Bewusstsein für die Grenzen der Zugehörigkeit in Deutschland haben. Ja, was kann Deutschland tun? Da bin ich natürlich nicht wirklich die Richtige, um mich dazu zu äußern, aber so ein paar Ansatzpunkte, die ich sehe, ist eben, dass man diese gezielte Anwerbung von Hochqualifizierten zu Erwerbszwecken, also dieser, ja, das ist sicher wichtig, dass Scholz in Indien sagt, kommt nach Deutschland, aber man würde jetzt aus einer Migrationsforscherinnenperspektive sagen, das ist vielleicht, selbst wenn es Chefsache ist, nicht von Erfolg im Sinne von, da werden sich jetzt die Zahlen dramatisch verändern gekrönt, sondern man sollte vielleicht eher auf diejenigen gucken, die hier sind, die man auch relativ leicht attrahieren kann. Ausländische Studierende sind hier eine ganz wichtige Gruppe und für die ist ja Deutschland auch durchaus attraktiv. Und wenn es um die Skepsis von Hochqualifizierten geht, gerade von hochqualifizierten Drittstaatenangehörigen, da kann man natürlich sagen, das Einzige, was das wahrscheinlich ändern wird, ist, dass man dass man die Diversität in den statushöheren Bereichen der, zum Beispiel des Arbeitsmarktes, einfach erhöht und damit Diversität normalisiert und damit vermutlich Marginalisierungs- und Diskriminierungswahrnehmungen auch der hochqualifizierten Zuwanderer verringern kann. Vielen Dank.